Servus! Freunde, was geht? Willkommen zu einer weiteren Party von... von Pokémon Gelb. Ich weiß auch gar nicht, warum ich so eine behinderte Begrüßung gemacht habe. Wenn du an mir vorbeikommst, kannst du zu den Top 4 gehen. Das stimmt, glaube ich sogar. Aber das Ding ist, man muss nicht mal an dir vorbei. Man muss es einfach nicht. Und wir haben auch zum Glück das richtige Pokémon hier ausgerüstet. Beziehungsweise, ja doch, ausgerüstet. Sagt man ausgerüstet? Ausgewählt eher. Ja, es ist auf jeden Fall das perfekte Pokémon, um Glutexo aufzuhalten. Tschüss. Tschüss, der Glutexo. Ne? Lapras, okay. Da haben wir noch einen Begleiter. Zack, komm's rein, Bro. Aber war das nicht sogar ein Eis-Pokémon? Ich weiß es überhaupt nicht. Aber es dürfte trotzdem sehr effektiv sein. Donner hat keine AP mehr. Aber Donnerblitz dürfte vielleicht auch ausreichen. Das macht auf jeden... Alter, als ob der Typ so überlebt. Okay, Weißnebel war, glaube ich... Was? Ja, was hat er jetzt gemacht? Eingehüllt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe einfach schnell gedrückt. Keine Ahnung. So, dieses Sound nervt so total. Sorry, aber der nervt so komplett. So, komm, Zerstörer. Zeig, was du drauf hast, mein Freund. Ist halt nicht umsonst Level 40. Der müsste aber auch bald Level 41 werden, oder nicht? Zack, Doppelkick in deine Fresse, du Snitch. Das macht halt übelst wenig Damage, ne? Slam. Macht gar nichts. Zack, Doppelkick in deine Fresse. Ja, es lebt wahrscheinlich noch, oder? Das ist sau nervig. Das ist jetzt Pech. Ja. Na komm, Giftstachel dürfte jetzt reichen. Tschüss. Und es ist Level 41. Lernt es jetzt was? Leider nicht, okay. Nein, unglaublich. So. Nochmal speichern, meine Damen und Herren. Das war jetzt Lavados. Ein Vogel-Pokémon. Beziehungsweise Feuer-Pokémon. Lava! So, das wollen wir jetzt fangen, meine Damen und Herren. Aber erstmal müssen wir das natürlich schwächen. Ne? Ist ja logisch. Ich weiß gar nicht, ob das ein One-Hit wird. Ich hoffe mal nicht. Surfer ist, glaube ich, kein One-Hit. Das dürfte aber ziemlich viel Damage machen. Wenn das ein One-Hit wird, dann ist aus. Na gut, das ist kein One-Hit. Zack, machen wir noch Blubber. Wie viel Damage macht das? Gar nichts. Okay, das ist nice. Dann machen wir jetzt nochmal Blubber. Ich glaube, wir dürften nochmal Blubber machen können. Sei kein Volltreffer. Nice! So. Und jetzt wechsle ich noch Begleiter ein. Und wir hoffen, dass seine Attacke jetzt durchgeht, Donnerwelle. Und dass er überlebt. Als ob. Scheiße. Okay, das ist jetzt scheiße. Der ist jetzt nicht gelähmt, aber können wir den nicht irgendwie... Hat er nicht was... Ne, der hat nichts drauf, okay. Ja gut, aber es war jetzt einfach so, das versuchen zu fangen. Ich hoffe, das klappt. Wir haben 19 Hyperbälle. Ach, dieses Verfehlung, ey. Das ist so bescheuert einfach nur. Dass man das scheiß verfickte Pokémon verfehlen kann, ist doch einfach nur dumm. Es ist so bescheuert einfach nur. Wer denkt sich so eine Hundescheiße aus? Ja, du hast das Pokémon verfehlt. Alter, ich habe noch eine HP. Nice. Komm. Meine Güte, ey. Na gut, aber wir müssen auf jeden Fall neuen Vorrat von Hyperbällen kaufen. Das ist auf jeden Fall Fakt. Wir haben ja, glaube ich, nur noch 15 Stück. Das wird nie im Leben, denke ich mal, für Mewtwo danach reichen. Was wir dann als letzten Part so gesehen machen. Dass wir Mewtwo fangen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Na, mit so wenig Hyperbällen. Geschweige, ich weiß nicht mal, ob wir überhaupt Lavados mit diesen Hyperbällen fangen.
Ja, es sieht ziemlich schlecht aus, eher. Weil es verfehlt die ganze Zeit. Wir treffen es nicht mal. Es ist so bescheuert einfach nur. Kann es jetzt einfach mal in den scheiß Pokéball da reingehen, Mann? Ist das so schwierig? Wie kann ich das scheiß verfickte Pokémon verfehlen, wenn ich es... Wenn ich es genau in seine Gefrisse da box? Beziehungsweise genau in seine Fresse werfe, ey. Na gut, ich hab auch kaum Pokémon noch, ne? Wir haben 3 Pokémon noch. Das kann auch sein, dass... Ja, uns, ja, wobei, wir haben nur noch 8 Hyperbälle. Ja, ich denke mal, dass die Hyperbälle uns vorher noch ausgehen, bevor unsere Pokémon hier aussterben. Oder vielleicht sterben unsere Pokémon früher aus. Ich weiß es nicht. Sieht eher so danach aus, als ob unsere Pokémon vorher den Geist aufgeben. Kann man das jetzt einfach mal... Ja, wir müssen das mit Donnerwelle... Wir müssen da eine Donnerwelle draufhauen. Das verfickte Viech geht da sonst nicht in einen scheiß Pokéball rein. Das ist so bescheuert, ey. Das ist doch nicht... Na komm, dann müssen wir es wieder beleben. Na gut, ich benutze jetzt Spritze einfach als Ablenkung. Solange... Ich weiß nicht, solange versuchen wir es jetzt mal mit Superbällen. Beziehungsweise mit Pokébällen. Versuch es einfach mit Pokébällen. Damit sie trotzdem einen Versuch haben und also bis wir halt mit Begleiter jetzt da das paralysieren. Und es vielleicht trotzdem noch irgendwie fangen können. Aber so wie es aussieht, ihr seht schon selbst, ohne Paralyse. Tschüss, ne? Können wir es nicht so ganz fangen. So, Donnerwelle, zack. Nice. Gut, jetzt haben wir es paralysiert. Jetzt dürfte es viel leichter zu fangen sein. Jetzt benutze ich auch wieder ein... Wir können auch mal Superbälle versuchen. Jetzt dürfte es auch mit diesen Dingern gehen. Wir haben alle mögliche von Bällen. Wir werden wenigstens mal eine scheiß Chance haben, das zu fangen. Aber es... Und das verfehlt die ganze Zeit. Okay, das ist jetzt unser letztes Pokémon. Das hat jetzt nicht zufällig noch Ding drauf, oder? Psychokinese, das wäre lächerlich. Jetzt kann es mal einfach mal gefangen werden, Alter. Ist das so schwierig? Überball, jetzt geh einfach in den scheiß Pokéball rein. Guck mal. Was ist denn das für eine dumme Kacke hier? Nice! Komm, fang! Nice! Was war denn das jetzt überhaupt? Ah, mein Akku ist leer vom Handy. Nice, wir haben's! So, das können wir Phoenix nennen. Phoenix, Phoenix. Awesome, Omadico, meine Damen und Herren. Okay, jetzt kommen wir nämlich auch hier weiter. Wir haben gar kein Pokémon mehr. Seht ihr schon selbst, wir haben gar nichts mehr. Ansonsten können wir uns gleich voll heilen, hoffe ich mal. Sag mir nicht, es kommt hier noch ein Trainer. Hä, warum? Ich habe doch Topschutz. Ach ja, stimmt. Weil wir unseren Zerstörer jetzt ausgerüstet haben. Ich belebe jetzt einfach John Edward wieder, weil wir den jetzt brauchen, sonst nervt das uns hier. Ich denke, wir haben genug Geld, um Beleber und so weiter zu kaufen. Ich hoffe es zumindest, aber eigentlich braucht man das nicht unbedingt in der Pokémon-Liga. Denke ich zumindest nicht. Okay, wir können das hier verschieben. Dann haben wir diesen Knopf gedrückt. Was ist denn eigentlich bei der Treppe? Hä, warum kommt jetzt noch ein Pokémon? Habe ich überhaupt Topschutz eingesetzt? Oder ist das ein krasses Viech? Nee. Hä? Hä?
Ich glaube, ich habe nicht mal Topschutz eingesetzt. Ich glaube, Topschutz wirkt nicht mehr, habe ich glaube ich mal gelesen gehabt. Stimmt, ich habe gar keinen Topschutz mehr, sondern noch Superschutz. Okay, hier ist sogar noch ein Pokémon, aber Pokémon-Trainer. Hä? Wenn du nicht vorankommst, versuche die Felsen zu verschieben. Hä? Ach so! Ich glaube, wenn man beide Knöpfe drückt, dann kommt man da hoch. Ich weiß jetzt nicht, was in der Treppe da unten war. Ich habe jetzt direkt die zwei Knöpfe gedrückt, ne? Ehrlich gesagt will ich aber auch jetzt direkt zur Pokémon-Liga. Einfach um uns mal voll zu heilen und dann gehe ich da wieder zurück. Kein Stress. Wenigstens ist hier so ein Speicherort. So gesehen kannst du jederzeit hier hinfliegen. Ohne Probleme. Das ist einfach mega nice. Und wir heilen uns erstmal voll. Gut. Pokémon Liga werden wir jetzt eh nicht anfangen. Auf jeden Fall nicht in diesem Part. Das machen wir im nächsten Part alles. So, hier gibt es auch noch einen Shop. So, jetzt können wir aber jederzeit hier hinfliegen. Kein Stress. Ich möchte aber jetzt erstmal die Treppe nach unten nehmen. Um zu wissen, was dann passiert. Okay, das können wir gar nicht. Wenn wir jetzt Fluchtseil benutzen, da kommen wir ja wahrscheinlich dann bei der Pokémon-Liga raus, ne? Na gut, ein Glück gibt es die Fähigkeit Fliegen. Die wir jetzt benutzen einfach. Wobei, dann müssen wir den ganzen Weg nach oben wieder gehen, ne? Kann man nicht irgendwie... Ja, wir können doch irgendwie da bestimmt hin. Wir haben ja Fluchtseil, also eigentlich dürften wir eigentlich da trotzdem irgendwie hinkommen. Es gibt ja hier Steine, die uns da nach links führen und so alles. Habe ich ja hier auch gesehen. Dann versuchen wir das erstmal. Ich will jetzt echt wissen, was da unten in der Treppe ist. Ich hätte den Stein nicht verschieben sollen. Auf keinen Fall. So, hier konnte man doch den Stein verschieben. Na, seht ihr selbst. So, jetzt will ich aber wissen, wo wir überhaupt jetzt sind dann. Zack. Wo wären wir jetzt hier? Stimmt, die haben wir besiegt. Wobei, wir können ja, glaube ich, nach oben. Oder bis... Nee, nach unten. Hier, glaube ich, war mal. Genau, bei diesem Typen. Und dann sind wir hier nicht nach unten gegangen. Und das ist das Einzige, was ich jetzt eigentlich hier testen will. Also ich will jetzt sehen, was da war. Da unten. Wird jetzt wahrscheinlich irgendein Item sein oder ein Trainer.
Okay, hier ist ein Trainer. Ne, den haben wir besiegt. Okay, ich check's nicht, aber ist egal. Wir haben es auf jeden Fall. Ja gut, dann habe ich euch ja trotzdem ja alles gezeigt. Gut, dann geht's jetzt aber im nächsten Part zur Pokémon-Liga. Ich kaufe mir jetzt aber trotzdem noch Sachen ein und alles. Das machen wir jetzt alles in diesem Part noch. Und im nächsten Part geht's halt wirklich dann direkt schon in die Pokémon-Liga. Ah, das ist krass. Wir haben nur 15.000. Okay, und wir brauchen noch Hyperbälle für. Okay, das ist scheiße. Wie viel Beleber habe ich denn? Ich glaube, 2 Beleber können wir uns noch leisten. Hyperheiler haben wir, glaube ich, genug. Hypertränke. Hier kann man nur Top-Tränke kaufen. Ja, das ist scheiße. Ich glaube, das dürfte alles reichen. Brauchen lieber Hyperbälle. Gut, im nächsten Part geht's zur Pokémon-Liga, meine Damen und Herren. Ich will jetzt aber trotzdem gucken, ob das wirklich reicht. Ich habe 4 Beleber. Na? Supertränke 3 Stück, Hypertränke 5, Top-Trank 3-mal, Top-Beleber 3-mal, ist okay, das passt alles. Hyperbälle sind ziemlich wenig, Top-Genesung ist okay einmal. Sonderbomben könnte man an sich mal benutzen auf Zerstörer. Gut, dann speichern wir jetzt ab. Das war's. Das ist das Finale, meine Damen und Herren. Ja, ich werde auf jeden Fall den gesamten Part, also ich werde die gesamte Pokémon-Liga in einem Part durchziehen. Und dann gibt es noch einen extra Part, Mewtwo, und das war's dann mit dem Projekt. Boah, also 2 Parts gibt es nur noch. Boah. Ja, wir sehen uns das mal auf jeden Fall im nächsten Part, meine Damen und Herren. Morgens nichts mehr. Tschüss.